Ja, hallo, hier ist wieder GBF, aka der Altmeister mit dem Let's Play von Hillseed Lido und ja, laden wir doch den alten Spielstand, um gleich weiterzumachen, denn wir wollen ja unsere neue Show begutachten. Die Chicky Chippendave Show. Das sieht aus wie, ja, keine Ahnung, irgendwie eine Frau singt und ein Mann macht irgendwas mit einem Schlauch. Interessant. Da bin ich jetzt wirklich gespannt, was das jetzt genau ist. Ich weiß es nämlich gar nicht mehr. Ich gucke mir das in der Regel gar nicht erst an, weil, ja, bringt ja nichts. Man will ja vor allem den Geld verdienen hier mit dieser Wirtschaftssimulation, was es ja letzten Endes dann ist. So, Dienstag, sieht alles gut aus, die Geschäfte laufen einigermaßen. Okay. So, Surfboard könnte ich mal ein bisschen reparieren. Ansonsten lassen wir den Tag schneller vorbeigehen. Ups, okay. Da ist schon Mittwoch. Okay. Liegt auch noch ein bisschen rum. Leider haben wir nicht genug Geld, um uns jetzt irgendwas anderes Spezielles zu kaufen. Aber Liegestühle habe ich sowieso alles soweit aufgebreitet. Ich war schon am Überlegen, ob es nicht sinnvoller wäre, alle Fahrgeschäfte an einer Ecke zu haben, so nebeneinander. Aber wenn man die dann reparieren möchte, dann findet man die viel schneller oder leichter wieder eigentlich so. Aber ja, jetzt habe ich diese... könnte ich noch machen, oder? Ich müsste einfach nur diese hier rausschmeißen. Ich glaube, das mache ich mal. So, nicht das Geschäft löschen, sondern einfach nur diese Liegestühle. Da haben wir wieder Platz geschaffen. So, jetzt muss ich natürlich wieder 6 dazu packen. Vielleicht ganz am Ende am besten. Die, zum Glück sind die ja nicht so teuer. Das heißt, man kann die auch schnell austauschen sozusagen und da Plätze variieren. So. Das nenne ich eine Liegestuhlbarrikade hier. Da sitzen jetzt alle. Schön. Alle schön die Werbung angucken und das okay. Auch schon Donnerstag. Okay. Müll liegt rum. Okay. Trigger und Trevor, okay. Würden Sie bitte... Oh, da liegen 8. Da liegt 8-facher Müll rum. Da müsste fast schon jetzt unsere Mülltante vorbeilaufen, aber es tut sie momentan nicht. Okay. Haben wir Glück gehabt. Okay. Aber bestellen müssen wir dringend was. Unter anderem Lutscher. Eis gibt's ihm nicht. Müssen wir gleich nochmal nachbestellen. Okay. Fisch und Chips, schön fettig, heiß und fettig. Okay. Postkarte wird auch dreckig, wieso auch immer. Wahrscheinlich die Druckerschwärze. Die sich da dann breit macht. Okay. Wir schicken die Reinigungscrew nochmal rum. Leider, haben wir jetzt nur noch sehr wenig Geld. Aber es kommt wegen unseren Liegestühlen, denke ich mal. Und der Orangensaft ist ziemlich verschmutzt. Okay. Alles voll gesifft auf der Theke dann. Surfbrettverleih als nächstes brauchen wir dann... Joa. Anderen Verleih. Den Tauchanzugverleih, genau. Ich denke, den sollten wir eigentlich mit der Show dann jetzt hier uns leisten können. Es ist Freitag. Okay. Morgen ist Zahltag, da sehe ich schon ein bisschen gegen an. Wir sind schon im negativen Bereich. Okay. So. Ja, und das Geld für unsere Bestellung wird auch erst dann abgezogen, wenn die Sachen auch wirklich eingetroffen sind. Ah, ich höre das Geld klimpern. So. Okay. Und am Strand, da wo ich nicht hingeguckt habe, da haben sie natürlich jetzt wieder alles voll gemüllt hier. Da, hallo. Wir möchten einen Tauchanzug verleihen. Aber es sind immerhin 437 Leute da am Samstag. Am Sonntag kommen nochmal mehr. Das ist also schon mal sehr, sehr gut, finde ich. Aber ansonsten ist ja alles in Ordnung. Jo, okay. Fish and Chips sollte man vielleicht mal wieder säubern. Und morgen ist dann ja auch Geldeintreibungstag. Okay. Ja, gut, dass der Lolli-Shop ein bisschen dreckig ist, das kann ich mir am ehesten noch vorstellen. Diese klebrigen Geschichten. Aha. Aber es ist wirklich nur davon abhängig, wie oft dort gekauft wird. Also es ist nicht so, dass der Lutscher-Shop hier, Rikis Lolli-Shop, wirklich jetzt hier schneller dreckig wird.
So. Haben wir auch unseren Sicherheitsexperten und den Geldeintreiber rechtzeitig losschicken. Ich habe auch keine Räuber am Strand gesehen. Da tauchen die komischerweise nicht auf. Also die Frage, ob ich den überhaupt brauche am Strand. Das ist echt eine gute Frage. Die ich mir gerade spontan stelle. So, okay. Ich mach's trotzdem. Okay. Noch einmal darf auch der Bademeister herumlaufen. So. Mal sehen, wie viel Geld wir kriegen. Wir sollten aus. Ja, vielleicht kommen wir auf 100.000. Davon gehe ich jetzt mal aus. Fische gab es diesmal nicht. Oh. Und da ist der Sicherheitsexperte. Ja, aber kein Dieb in der Nähe, das ist gut. Eine einzelne Fischbestellung machen wir. Und sehen, dass hier wieder ganz viel Müll rumliegt am Strand. Okay. Wie viele Leute sind denn da? 525 jetzt. Okay. Und wir haben jetzt 73.000. Und nicht mehr. Okay. Also, der Gewinn ist nicht sehr viel größer als beim letzten Mal, denke ich. Aber es ist in Ordnung. Denn es ist sowieso Sonntag und wir haben ganz viele Leute, die da jetzt sitzen. Promenadenausstattung kriegen wir den Preis. Strand immer noch nicht. Fehlen uns die Fahrten. Besucherpreis nicht, aber das habe ich auch nicht erwartet. Länge des Strandes auch noch nicht. Da ist noch einiges dazu zu holen. Und immerhin 532 Leute kommen zu unserer Show. Chicky Chippendorf. Ja, dann gucken wir mal, wie viel wir einnehmen. Wir müssen 1 Million einnehmen, damit sich das... eigentlich das Doppelte, was man immer einnehmen möchte. Und dementsprechend will ich das jetzt auch haben. So, wir haben den Eintrittspreis schon mal raus. Und jetzt kommt der Rest. Ah, es wird ganz knapp, aber ich denke, wir schaffen es. Ja, okay, gut. Also 500.000 haben wir dann schon mal dadurch bekommen. Und da wir uns die Show noch nicht angesehen haben, werden wir das jetzt einmal machen. Müssen allerdings Diskette 1 dafür wieder einlegen. Es ist mal wieder soweit. So. Ja, Chicky Chippen Dave. Mit seiner neuen Show. Okay, er sieht irgendwie nackt aus. Seine Hintern entgegengestreckt. Ich finde diesen Typen da in der Mitte, den Trommler, finde ich ganz cool. Er ist vollkommen motiviert. Ich treue nach dem Motto, was habe ich aus meinem Leben gemacht? Ich spiele Trommelmusik zu einem nackten Mann, der sich da... Ja gut, nackt ist er nicht ganz. Er bekleidet sich ja mit einem Schal, so wie ich das sehe. Aber trotzdem scheint es nicht die beste Jobwahl gewesen zu sein in seinem Leben. Seinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen. Aber jetzt haben wir über 1 Million und jetzt können wir uns auch schon die nächste Show leisten. Den Marvin der Zauberer. Aber dann haben wir nur noch sehr wenig Geld, um uns was anderes zu leisten. Deshalb werde ich nochmal Cheeky Chippendave engagieren. Okay. Scheint ja doch einigen Leuten dann gefallen zu haben, so wie ich sehe. Und ja, jetzt haben wir 731.000. Und können uns jetzt auch einen weiteren Job leisten, den Tauchanzugverleih. Stehe ich dann genau hier hin. Flop. Und taucht auch gleich auf. Anders als bei der Promenade werden die nicht extra erst rangekarrt oder so, sondern werden stehen sofort da. Kriegen dann 400 oder beziehungsweise 360 für jeden gemieteten Tauchanzug. Und jetzt seid ihr Leute jetzt zufrieden. Nein, wir möchten Jetski-Verleih. Ja, gut.
Na ja, klar. Ach, sind nie zufrieden mit dem, was sie haben. Oh. Okay, okay. Ein bisschen viel Müll rum. Und was ist mit dem nächstbesten Geschäft? Ah, das ist immer noch. Wir haben leider keine 400.000 jetzt mehr übrig. Können allerdings den Strand vielleicht noch ein bisschen vergrößern. 1, 2, 3. Und dazu ein paar. Ach, mach ich nochmal 3. So. Ich will einen schönen langen Strand jetzt haben. Man kann das Spiel auch spielen, tatsächlich, ohne dass man überhaupt den Strand verlängert. Da muss man allerdings dann, wenn man nicht genug Platz hat, diese Sachen austauschen. Die man da hat. Also muss man Gummibootverleih sozusagen rausschmeißen, damit der Platz geschaffen wird für was anderes. So, und jetzt ist unser Strand schon sehr viel länger. Allerdings, wie man sieht, sind wir noch nicht mal bei der Hälfte angelangt. Und Beachball-Geschäft ist ziemlich verschmutzt, da muss ich was unternehmen. Ich fürchte fast auch, dass wir jetzt den Preis für die Promenade nicht mehr kriegen, weil das schon wieder viel zu lang dafür geworden ist. Also, es gibt immerhin 100.000. Wer ist denn mit einem kunstvollen Strauch? Pflanzen wir den dahin, warum nicht? Strand selber. Da muss doch was möglich sein. Wie wäre es mit noch einem Eselsreiten? Und Toiletten hier an der Stelle. Kasperletheater. Okay, hier ist ziemlich viel verschmutzt, da muss ich eben ran. Orangensaft ist verschmutzt. Postkarten sind verschmutzt. Okay. Und Eis könnte auch gereinigt werden. Okay. Und natürlich sollten wir nicht vergessen zu bestellen. Ja, kein Orangensaft. Da müssen die Leute halt verdursten. Wir möchten Schwimmreifen. Jo. Gut. Ich werde sehen, was ich tun kann. Okay. Okay, okay. Aber erstmal brauche ich Orangensaft. Aha. Oh. Wir haben schon gute Einnahmen so im Großen und Ganzen wieder. Es sind schon 250 Leute hier bei uns im Laden. Mike Leeson unter anderem ist dabei und Elizabeth Douglas. Die beiden nicht sehr pingelig sind. Und hier ist Brian Spiller. Und ja, Tauchanzug hat schon 3600 eingenommen. Das ist schon, ja, nicht so viel tatsächlich, aber gut, der ist auch noch nicht so lange aktiv wie der Surfbrettverleih. Ich finde, der Surfbrettverleih macht irgendwie mehr Einnahmen oder, ja, hat höhere Einnahmen. Woran auch immer das dann liegen soll, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Okay, okay. Boah, 10 Strandabfälle. Wie ist es passiert? Da müsste doch jetzt diese Tante da rumgelaufen sein, diese... Wow. Hier haben sie auch voll alles dicht gemüllt. Ja, dann kommen dann Leute manchmal nicht wieder, wenn es verschmutzt ist. Und der Leute-Shop ist auch schon verschmutzt. Und man kann jetzt schon ungefähr erahnen, dass die Frequenz, mit der ich hier was reparieren muss oder säubern muss, wird immer höher. Das heißt, die Gefahr durch den, Gesundheitsinspektor abgemahnt zu werden, wird natürlich höher entsprechend. So. 328 Leute am Donnerstag schon. Wir gucken hier durch den Bildschirm an oder sieht hinaus aus Meer. Mr. A. Berryman. Das ist ein interessanter Name. Eine hohe Pinkigkeit. Okay. Aber bei dem Namen kann ich das auch erwarten. So, müssen wir wieder bestellen, jo.
Ich würde sagen, ja. Gut, alles konnte bestellt werden. Und okay. Es ist Freitag. Okay. Ich habe schon geahnt. Whoa. Okay, okay. Kaufpreis von frischer Fisch hat sich um 10 Einheiten erhöht. Das heißt, wir können auch den Preis erhöhen auf 280 tatsächlich. Das sind natürlich dann schon ein paar mehr Einnahmen. Okay. Da habe ich tatsächlich eine Kaufpreiserhöhung übersehen. Das heißt, weil das erhöht sich eigentlich immer nur so um 10 Punkte oder verringert sich um 10 Punkte. Oh, hier Eis. Können wir auch erhöhen. Auf 140. Okay. Sonst noch was, was sich geändert hat? Ich glaube nicht, nö. Okay, okay. Wie viele Leute kommen denn jetzt? 439, am Freitag schon. Wow, das ist gut. Das liegt halt an der Länge des Strandes. Je mehr Leute kommen, desto... Ja. Mehr Leute okay. Können sich da auch hinsetzen am Strand. Okay. So, Samstag. Okay, okay. Eiscreme hat sich um 10 Einheiten gesenkt. Das heißt, wir sollten jetzt auf jeden Fall den Preis wieder reduzieren, weil sonst kaufen die Leute bei uns nicht. Die denken sich, der Preis ist irgendwie doppelt so, mehr als doppelt so hoch. Und okay. Das ist, da kann ich auch nach Hause fahren okay. Und mir da ein Eis okay. kaufen. Aber das wollen wir okay. natürlich nicht. Wir wollen, dass sie hier kaufen. In ihrem kleinen Einkaufsparadies an der Promenade. Und heute am Samstag sind es schon mal, ja gut, 510 sind da, das ist gut. Vielleicht kriegen wir 600 am Sonntag. Das wäre natürlich das Schönste, finde ich. Ja, bestellen müssen wir jetzt noch nicht unbedingt. Können wir wieder speichern. F2. Und ja. Morgen ist auch wieder Geldeintreibungstag. Mafia-esk. Ich finde, der Geldeintreiber sieht auch mal ein bisschen so aus. Und während hier die Reinigungsleute einen Namen haben, wie Trigger, Trevor, oder diese Werbeleute haben auch einen Namen, haben Sicherheitsexperten und Geldeintreiber keine eigenen Namen. Oder okay, Dave, der Strandmeister, okay. Aber der Sicherheitsexperte nicht. Das finde ich schon ein bisschen merkwürdig, so nach dem Motto, ihr dürft, sollt unsere Namen gar nicht kennen. Okay. Das ist nämlich nicht nötig. Okay. Wisset einfach, dass wir da sind. So, und hier ist der... Dieb-Kerl. Allerdings ist er schon vorbei. Sie fragen, ob jetzt von hinten noch ein weiterer Dieb kommt, weil die würden den ja von hinten dann überfallen, sozusagen, weil der Geldeintreiber immer langsamer ist. So, aber bestellen sollten wir, sonst haben wir nichts zum Verkaufen. Dann fehlen uns die Einnahmen. Das kann auch alles geliefert werden. Gut. Was ist denn mit dir hier, Charles Whitston? 594. Ah, fast 600. Na, nicht ganz. Schade, schade, schade. Aber gut. Man kann anscheinend nicht alles haben. Ja. Und da ist wieder ein bisschen Müll. Okay, okay. So, und das Geld wurde eingetrieben und wir sind fast bei 100.000. Auch der Reinigungsmensch, Trigger und Trevor brauchen jetzt sehr, sehr viel länger. Ihre Touren. So. Und wir kriegen nichts für die Promenadenausstattung, ja. Aber für die Strandausstattung kriegen wir jetzt was. Das ist unglaublich. Hängt es damit zusammen, wo ich das platziere? Ich habe es jetzt ja weiter rechts so wahllos platziert, im Grunde genommen. Und es kommt 616 zu unserer Show diesmal. Jawoll. Das sollte uns vielleicht 1.500.000 einbringen. Ah, nee, das ist zu viel. Das ist zu hoch gegriffen, aber man kann ja träumen. Schaut euch nochmal den Cheeky Chippendave an, den ja, erotischen Tanzer. Mit seinen zwei Sängerinnen und dem Drummer, der lieber was anderes gelernt hätte, aber oder was anderes machen würde. In einer anderen Band spielen würde. Aber nee, wir kommen leider nicht dahin. Wir kommen nur ja, 1.200.000. Aber das ist auch gut. Nee, und die Show muss ich nicht nochmal sehen. Was wir jetzt machen könnten, aber dafür haben wir auch noch. Cheeky Chippendave bestellen wir ihn nochmal. Ja, machen wir es nochmal.
Okay, okay. Er hat sich ja bewährt, finde ich. Als Einnahmequelle, als Magnet. So, jetzt ist die Frage, Schwimmreifen oder machen wir noch ein Fahrtengeschäft? Das Geld hätten wir dafür für den Jetski-Verleih. Und ich würde sagen, machen wir das. Ja, warum nicht? So, den Preis müssen wir natürlich noch festlegen. Das wären dann, glaube ich, was war das? 500 und 50 Provision. Das heißt, wir nehmen 450 ein pro ausgeliehenem Jetski. Und sind die Leute denn jetzt zufrieden? Nein, wir möchten Speedboat-Verleih. Toll, Speedboat-Verleih. Gut, das wäre dann das nächste. Halt. Wir haben gerade genug Geld. Wir könnten uns ja eigentlich die Schwimmreifen noch leisten. Ist nur die Frage, wo ich die hinplatziere. Da ist der Postkartenladen. Dann würde ich das eher hier hinpflanzen. Oder wir müssen eben gucken, ob das schon wieder auf dem positiven Bereich ist. Okay, das ist dreckig. Das muss ich säubern. Okay. So, sie hat jetzt ihre... Der Spielspaß ist befriedigt. Zucker auch. Und jetzt ist die Frage, ab wann das wieder voll ist. Ja, ich glaube, ab hier wäre es schon wieder voll. Und dann können da die Schwimmreifen auch hin. Würde ich jetzt sagen. Es geht nur nicht, leider nicht bei den Joggern, weil die laufen viel schneller. Und dementsprechend, Bevor sie laufen einfach viel zu schnell vorbei, als bis das ihr Wert hier wieder hochgeschossen ist. Aber die restlichen laufen ja nicht so schnell. Das sind eigentlich nur diese Jogger. Aber das könnte gerade so passen. Vielleicht sollte ich einen Platz freilassen, einfach, um auf Nummer sicher zu gehen. So. Dann kann ich da noch was anderes hinstellen. Ups. Die Schwimmreifen hin und wir sind nur noch bei 11.000. Das heißt, wir werden immer wieder in einen negativen Bereich gehen. Schon direkt am Montag. Wir können uns jetzt allerdings auch die Schwimmreifen bestellen. Diese Gummienden da, diese grünen Teile. Kriegen dafür dann allerdings auch Geld. So, wir werden jetzt diese Woche sehr früh ins Minus gehen. Und jemand hat gesagt, no way. Ah, hier beim Orangensaft. Da wird dann jetzt hier der Shop gebaut. Okay. Und hier ist das... die Postkarten sind zu teuer geworden. Wir müssen schnell den Preis reduzieren. Gut. Meine Güte. Achso. Ich habe mich verklickt. Und hier fahren jetzt auch schon Autos vorbei. Nein. Verpesten hier die schöne Luft, die wir haben. Okay. Aber da kommt schon Sea Dreams. Ich dachte immer, das wäre die Firma, die das Spiel gemacht hat, so, aber das ist ja Vulkan Software. Das ist einfach nur Sea Dreams. Und sie liefern uns jetzt Schwimmreifen, die wir für 320 dann verkaufen können. Müssen allerdings die Motivation entsprechend aufrechterhalten. So. Und da sitzt dann so ein kleiner Kerl drin und, oder Rita anscheinend. Ist ja Ritas Schwimmreifengeschäft. Lugt da dann so komisch raus und verkauft und reicht die dann quasi durch diese Riesenente so durch. Hier, nehmen Sie das. Ja, und dann kriegen wir jetzt auch wieder ein bisschen mehr Geld im Laufe der Woche. Okay. Was wir auch dringend brauchen können. Wie man ja sieht, wir sind wieder im Minus. Wir können uns diesmal keine Erweiterung unseres Strandes oder der Promenade leisten. Aber dafür haben wir ja Jetski-Verleih. Wo sind sie denn? Wo heizen sie denn vorbei? Okay. Das ist das Tretboot. Das Surfbrett. Und das Jetski. Yay! Uha! Natürlich der Jogger. Er muss auch auf dem Wasser schnell sein. Ab und zu sieht man hier auch diese Taucher. Die tauchen hier auch am Bildschirm vorne so auf. Tauchen dir quasi direkt vor der Nase auf. Manchmal. Nicht immer. Beachbälle hat sich um 10
Einheiten gesenkt. Das heißt, wir sollten unbedingt hier auch den Preis anpassen. Weil sonst heißt es noch, wir sind Wucher. Wir würden Wucherpreise verlangen. Tun wir zwar, aber da wir am Strand sind, ist es alles so eine Frage der... Tja, ob sich das lohnt, da extra nochmal einkaufen zu fahren? Wahrscheinlich nicht. Können wir da was bestellen? Und ich bin gerade am Überlegen, was wollte ich noch machen? Wir möchten Büchsengetränke haben. Büchsengetränke, ja, ist eigentlich Coca-Cola oder Pepsi-Cola oder eine Cola. In diesem Fall ist es, ja, sieht sehr danach aus. Was heißt einfach nur Cola-Geschäft? Cola ist nicht der markengeschützte Name. Okay. Oder doch? Ich weiß es nicht. Ne, es gibt ja auch Afri-Cola, also von daher... Ist doch eher Coca. Coca ist das geschützte. Okay. Oder Pepsi-Cola, ja. Alles klar. Gut. Jetzt geht schon 13.000 auf 14.000 eingenommen jetzt. Gummiboot immer nur 1.000, also... Das ist wirklich die schlechteste Einkommensquelle überhaupt. Da ist das Reparieren teurer als alles andere. Allerdings muss das nicht häufig repariert werden. Das ist dann der Vorteil. Und es ist schon wieder Freitag. Thank God für Freitag. Schwimmreifen hat sich um 10 erhöht. Das heißt, da können wir den Preis erhöhen. Auf 340. Ja, und Provision auf 20, das ist auch gut. So. Ja, und das reicht auf jeden Fall, denke ich. Dass die Leute dann hier zufrieden sind. Aber, ich kann mir sowieso nichts kaufen. Ich wollte die Promenade nämlich noch ein bisschen schöner ausstatten, damit wir den Preis dafür auch kriegen am Ende der Woche. Allerdings, ja, ist das wohl nicht so einfach möglich. Ohne Geld. Jetzt heizt es noch ziemlich viel mit dem Auto rum. Okay. Das hat sich einiger Müll am Strand angesammelt. Wir sind schon bei minus 168.000. Und jetzt kaufen die Leute schon wieder nicht. Sofort wissen sie Bescheid. Also, unsere Kaufpreiserhöhung hat nicht lange angehalten. Schade. Oh, Fish and Chips. Hat fast 40.000. Postkarten, also so 10.000 bald. Aber ist auf jeden Fall mehr als die Fahrgeschäfte. Die Fahrgeschäfte machen gar nicht so viel. Zumindest nicht die ersten. Mehr hat von den, zum Beispiel, ich glaube, was war das? Nicht Jetski, sondern was anderes. Was war das hier? Ich glaube, was danach kommt. Speedboot-Verleih. Ne, Wasserski. Wasserski war es, genau. Nicht Speedboot, sondern Wasserski. Das wird schon wesentlich besser. Da kann man wirklich Geld auch mitmachen dann. Ein Gummiboot oder nicht. Aber ich will ja den Besucherpreis mal kriegen und ich hoffe, das hängt damit zusammen, dass wir den jeden Wunsch hier erfüllen, den sie haben. Fehlt nur eine Fahrt sozusagen, dann sind sie schon wieder negativ gestimmt. Mies gelaunte Bande. Sollen wir was bestellen. Und ich denke, jetzt am Sonntag werden wir auf jeden Fall die 600 dann knacken. An maximalen Besuchern. So. Okay. Und natürlich den Geldeintreiber losgeschickt. Okay. Wo haben wir ihn dann? Okay. Und wir sind schon bei minus 230.000. Langsam mache ich mir Sorgen. Mal gucken, ob wir jetzt zumindest in den positiven Bereich kommen. Würde mich tatsächlich wundern, aber... Hey, wir haben jetzt ja Schwimmreifen. Und nicht nur Schwimmreifen, sondern auch Jetski. Ist jetzt allerdings schon wieder leer. Wo ist der Geldeintreiber? Da kommt ein Dieb von hinten. Sieht nicht so aus. Okay. Oh, wir sind im positiven Bereich.
Okay, 37.000, immerhin, das ist gar nicht mal so schlecht. Okay, Muss auch noch mal okay. reinigen. Da ist nämlich einiges an Müll jetzt hier aufgefahren worden. Es ist auch Sonntag und wir haben ja auch hier 693 Aww. Besucher. Wow, das ist ziemlich gut. Aww. Aber wir kriegen diesmal Preis für nix. Aww. Toll. Aww. Ja, gut. Oh, oh, oh. So, aber es kommen fast 700 Leute zu unserer Showtime. Das heißt, jetzt ist es durchaus möglich, dass wir 1,5 Millionen kriegen. Kommt alle rein spaziert. Ihr kennt diese Show, aber er kommt trotzdem wieder. Ja, Cheeky Chip and Dave hat sich was Neues ausgedacht. Nicht wirklich, das ist immer dasselbe, aber man kann es ja sich vorstellen. So, nee, das ist nur 1,4 Millionen. So. Werde ich ihn nochmal engagieren. Ja, okay. Ja. Okay, okay. Ich will das Geld für die neue Fahrgeschäfte oder Läden hier auf jeden Fall aufsparen. Denn jetzt, sie wollen Büchsengetränke, was zu trinken. Und der letzte Shop für Getränke ist ja ziemlich weit hier links. Das heißt, wir können denen jetzt auch mal Cola besorgen. Wobei sie dann eigentlich nur mehr Durst kriegen davon. Das ist natürlich auch ein schlaues Geschäftsmodell. Aber dann stellen wir das Cola-Geschäft, hier hin. Da ist ja noch Platz. Bis dahin haben sie auch wieder Durst, selbst die Jogger, glaube ich. Das geht eigentlich ziemlich schnell im Spiel, finde ich immer. Aber das kann man sich auch vorstellen, wenn es heiß ist an einem Tag, dann hat man schneller Durst als Hunger oder Lust auf was Süßes. So, ja, der Durst ist hier schon wieder auf Maximum. Ich glaube, das wird sogar die Jogger dann entsprechend fordern. So, das erste Mal können wir dann jetzt hier auch die Getränke uns besorgen. Die Büchsengetränke. Aber es ist auch die Eiscreme verschmutzt. Okay. So, oh, die Bestellung wird jetzt uns vielleicht unter 400.000 bringen. Das hoffe ich natürlich nicht. Ich wollte nämlich noch was anderes kaufen ja eigentlich. Kann ich mir das denn jetzt noch leisten? Ah, ne, Hamburger Bude kann ich mir nicht leisten. Okay, dafür dann aber vielleicht hier noch einen Mülleimer. Wow. Wie sieht's hier aus? Kann ich mir Speedboot leisten? Nö, auch nicht. Da brauche ich 600.000, da bin ich... Okay. Weit, weit, weit okay. drüber. Am Donnerstag kommt der Sicherheitsinspektor. Gut zu wissen. Oh, ich muss natürlich auch das Geschäft hier dann entsprechend... Da ist es jetzt. Benennen. 360 kriegen wir dafür. Motivation bei 20 und wir kriegen 340 pro verkauftem Büchsengetränk. Das geht also ganz gut. Und da kommt der neue Mülleimer. Ein Bauarbeiter erschafft uns einen neuen Mülleimer. Oh, kein Schwimmreifen. Kein Quietsche-Entchen heute. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Okay, ist einiges verschmutzt. Fish and Chips zum Beispiel. Okay. Was war das andere? Ich glaube Eiscreme, oder? Nee, das haben wir. Beach Bell. Okay. Ja, okay, die sehen auch nicht mehr ganz so sauber aus. Danach können wir uns mal Marvin den Zauberer dazu holen, denke ich. Okay. Ricky's Lolly Shop ist ziemlich verschmutzt. Na gut, aber den lasse ich ja gerade reinigen. Was ich machen kann, ist, ich kann mir wieder ein bisschen mehr Land dazu holen. 1, 2, 3. Das heißt dann zwar, dass wir auch mehr Blütensträuche brauchen hier, wie zum Beispiel den hier. Nehmen wir den noch dazu. Wow. Vielleicht noch was anderes.
den lachenden Clown oder den Greifautomaten. Und am Strand müssen wir das selber auch nochmal machen. Da sind sie auch nicht mehr zufrieden. Nochmal Eselsreiten. Umkleidekabinen. Direkt neben der Toilette. Das ist natürlich auch schön. Okay, okay. Aber vielleicht bringt das ja was. Damit wir den Preis wieder kriegen können. Okay, okay. Und hier kommt der Sicherheitsinspektor. Da ist er in seinem braunen Jackett. Und Raumanzug. Sollte man vielleicht reparieren. Okay. Gut. Okay. Aber der Rest sieht ja soweit in Ordnung aus. Okay. Oh. Was? You? Wieso you? Ist alles sauber hier. Wo ist das Problem? Höchstens EU, wir haben keine Waren mehr auf Lager. Das können wir am ehesten noch verstehen. Kein Orangensaft, dafür Cola. Das ist gesund. So, da steht jetzt unser toller Blütenstrauch. Und, ja gut, sie können nichts kaufen. Es ist nämlich nichts da. Bis jetzt gleich. Einmal noch Orangensaft nachbestellen. Okay, okay. Schon wieder so viel Müll. Kann ja fast permanent durch die Gegend schicken. Und unser, obwohl wir schon ziemlich gut dabei sind, hier alles instand halten zu müssen, ist es schon ziemlich hektisch, wie ich finde. Also es wird schon, man muss schon viel mehr jetzt aufpassen auf alles. Und wenn man sich das vorstellt, die ganze Länge des Strandes wäre dann bis hier angelangt, dann, ja, haben wir dann sehr, sehr viel, kann man sich ausrechnen, wie problematisch das dann irgendwann wird. Aber Liegestühle hole ich mir noch dazu. Okay, okay. Okay, der Preis von Büchsen hat sich gesenkt. Das heißt, ich sollte da auch die Preise anpassen. Okay. Okay. Hier könnte auch nochmal so ein Tisch und Stühle können ja eigentlich fast nochmal hin. Kaufe ich noch ein bisschen Strand. Das Geld habe ich gerade so über. Und jetzt, wir möchten Hamburger. Ja, nach Cola braucht man Hamburger. Das ist die logische Reihenfolge. Okay. Fish and Chips. Okay. Na gut, die Einnahmen sind auch nicht schlecht, was wir alles so einnehmen. Das ist gut. Okay. Es soll sich auch lohnen, das Ganze. Betreiben des Geschäfts. Okay. Oh, Jetski muss repariert werden. Aber gibt uns auch schon 23.000. Okay. Surf wird nur 10.000. So, Samstag. Okay, 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 okay. Und hier war noch ein Liegestuhl, den ich da kaufen muss jetzt. Eine ganze Reihe von Leuten, die sich hier in der Sonne sonnen. Zum Glück kostet die Sonnenenergie nichts. Jetzt hätte ich da auch noch Ausgaben. Kein Eis und keine Postkarten und auch kein Fisch und auch keine Schwimmreifen. Na gut, dann lohnt sich eine Doppelbestellung ja zumindest. Wir möchten Speedboot verleihen. Und am Samstag sind jetzt schon 600 Leute da. Das ist gut. Vielleicht sind am Sonntag 700 da. Aha. So, jetzt ist der Rest auch bestellt. Okay. Ricky's Lolly Shop muss mal wieder gesäubert werden. Das ist voll gekleckert. Hat vielleicht eine coole Sonnenbrille, aber das hilft auch nicht immer. Und wir sind jetzt im negativen Bereich.
Das ist kein Wunder, ich muss ja die ganzen Gelder bezahlen. Das läppert sich. Ja, wir kriegen okay. Geld dadurch jetzt. Also wir kommen auf jeden Fall aus dem negativen Bereich jetzt raus. Okay, okay. Sonntag. Okay, 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 okay. So. 17.000 hat er eingenommen und Eiscreme hat sich erhöht. Ich kann auch wieder bestellen. Ah, jetzt kann man jeden Tag bestellen. Und es wird immer länger, dieses ganze Abwarten, bis sie dann zustimmt oder ablehnt. Aber da vergeht, glaube ich, keine Zeit. Also insofern ist es dann nicht so schlimm. Nur eben, dass es man selber halt ein bisschen länger warten muss dann. So, und der in der Promenade hat schon 140.000 und er hier 61.000. Und das wird wohl auch nicht mehr werden. Oder? Das erhöht sich ein bisschen hier. Von den Liegestühlen wird Geld genommen. Ist das Miete oder so? Naja, aber auf jeden Fall 236.000 haben wir jetzt schon am... 280.000. Am der Promenade. Und da kommt jetzt aber auch nichts dazu, oder? Und es sind 722 Besucher, die wir da haben. Sehr gut. Okay. Okay. 286.000 und der andere hat so 60.000. Gut. Im positiven Bereich. Wow, wir können uns fast schon wieder wir können uns schon wieder Geschäfte leisten. Allerdings keins von dem, was wir jetzt haben wollten. Allerdings ist das wirklich nicht schlecht. Okay. Also unsere Einnahmen steigern sich. Und 740 Whoa. Sind da. Und Promenadenausstattung kriegen wir auch jetzt für die Belohnung. Auch für die Strandausstattung. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und der Besucherpreis. Erstmalig den Besucherpreis bekommen. Ich weiß nicht wieso, aber wir haben ihn bekommen. So. Das hier kann man nicht beschleunigen oder sowas. 742 kommen. Jetzt könnten wir, jetzt sollten wir aber eigentlich die 1,5 Millionen schaffen. Ja. Können wir uns jetzt einiges leisten, würde ich sagen. So, immer wir den Besucherpreis bekommen haben. Vielleicht bekommen wir den jetzt immer, weil wir die nötigen Geschäfte dafür jetzt gebaut haben. Der Rest ist nur... Nein, nicht knapp! Oh Gott, das waren fast 1,5 Millionen. So, wir haben jetzt das erste Mal 2 Millionen eingenommen. Und das würde ich zur Feier nehmen, um dann eben hier Marvin den Zauberer zu engagieren. Okay. Möge okay. er uns auch sehr, sehr viel Geld einbringen. So, was kommt denn jetzt? Hamburger? Ja gut, dann geben wir den Hamburger. Wenn sie unbedingt Hamburger haben wollen, sollen sie die kriegen. Ist allerdings 4 Meter breit, das heißt, wir sollten da diese eine Pflanze da wegschmeißen. Hamburger Bude. Sehr gut. Jetzt fehlt mir allerdings das Geld für das nächste Fahrgeschäft sozusagen. Na gut. Na gut. Stellen wir wieder einen Busch hin. Hier. Kaufen uns wieder ein bisschen Land dazu. 1, 2. Dann 1, 2, 3. Also sehr, sehr viel mehr haben wir jetzt dazu geholt. Okay, okay. Und es sind immerhin schon 133 jetzt hier. Alles voller Liegestühle packen. Dann noch Kasperletheater und Umkleidekabinen dahin von mir aus. Ja. Ich hoffe, das macht die Leute glücklich. So, und der Hamburgerladen. Wir müssen natürlich auch Hamburger dann bestellen und irgendwas ist hier dreckig. Aha, 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 aha. So, okay. Vielleicht das Cola-Geschäft. Oh yeah. Oh yeah. So, und wir können 400 davon verlangen. Müssen allerdings dann auch hier Provision von 20 geben. Also 380 nehmen wir pro verkauften Hamburger ein. Okay.
So, und da ist unser erster verkaufter Hamburger. An Janet Newton. Und wir möchten Sonnenbrillen. Ja, gut. Wundert mich alles nicht mehr. Okay. Oh, italienische Eiscreme sieht nicht mehr ganz sauber aus. Okay. Wir müssen für unsere Show natürlich auch die Leute anheuern. Und es wird schon sehr, sehr viel mehr Müll hier rumgeworfen. Und am Dienstag sind schon 254 Leute da. Okay. Ziemlich beeindruckend, finde ich. Sea Dreams, Entspannung am Strand. Okay. Ein Riesengeschäft ist das hier, dass ich da noch entspannen kann. Der hat einen guten Schlaf. So. Aber der Strand ist voll. Okay. Müssen wir noch Sorgen machen um irgendwelche Geschäfte hier? Ja, die vielleicht. Okay. Orangensaft. Oh, Lutscher hat sich um 10 Eier erhöht. Können wir Geld für Lutscher verlangen? 300 jetzt. Okay. Da lass ich das Ding auch gleich mal reinigen. Okay. Gut. Mittwoch, wann ist Donnerstag? So. Okay. Gut, ich hoffe, der Gesundheitsinspektor wird hier alles zu seiner Zufriedenheit vorfinden. Ist ja alles recht sauber hier. Okay. Cooler Geschäft. Hamburger Laden. Hat schon 17.000 jetzt eingenommen. Ist nicht so viel wie das Cola-Geschäft. Aber das Essen wohl... es trinkt ja auch mehr Cola dann. Die Reinigungskraft habe ich hier schon rumgeschickt, genau. Dann fehlt hier eigentlich bloß noch was auf der Promenade. Ich habe das Geld. Nur was? Ein Aussichtsfernglas. Vielleicht noch mehr Tische und Stühle. Ja, machen wir das. Okay. Wir müssen dringend bestellen. Meine Güte, das lief aber gar nicht so mit. Okay. Es ist ja auch schon Freitag. Eiscreme hat sich erhöht. Und mit der rechten Maus, das kann man auch schneller durchschalten. Das ist natürlich praktisch. Okay. Fällt mir jetzt gerade erst auf. So, wir haben keine Fische, Orangen, Postkarten und Cola-Dosen mehr. Das ist Katastrophe. Aha. So, da kommt schon die nächste Lieferung. Ja, ich weiß, ihr wollt es haben. Ihr wollt auch Sonnenbrillen haben. Dafür habt ihr noch Lutscher. Dafür könnt ihr Lutscher essen. Okay. Das ist doch auch nicht schlecht. Okay. So, alles da. Sieht so aus. Aha. Yeah, super. Alles konnte bestellt werden. Und die Sache ist auch die, wenn man mehrere Geschäfte von einer Sorte hat, dann, dann leert sich das Lager natürlich auch schneller. Man muss noch schneller nachbestellen. Für die Ware aber auch nur. Und, das ist dann natürlich so ein bisschen heikel. Dann bestellt man eigentlich nur für diese eine Ware, die sehr viel schneller dann leer geht. Und für die andere lohnt sich das eigentlich noch nicht, die dann zu bestellen. Und so ist dann Ungleichgewicht da drin. Da müsste man eigentlich schon von jedem Geschäft dann zwei oder drei oder was auch immer dann haben.
Schwimmreifen haben sich wieder erhöht. Können 360 verlangen. Auch nicht schlecht. Okay. Samstag müssen wir dringend mieten und den Müll hier wegschaffen. So, bald ist dann Sonntag. Und wir möchten Speedboat verleihen. Okay, okay, so. Okay, 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 okay. So, alles nochmal bestellt, was irgendwie bestellbar ist. In der Hoffnung, dass uns kein Dieb im Weg läuft. Wir haben, 600, 700 dürfen wir schon kriegen. Besucher heute. Okay. 700, ja. Sehr gut. Und der Geldeintreiber hat eingenommen 171.000 schon. Wow. Und 220.000. Während der an dem Strand gerade mal 54.000 eingenommen hat. Also nicht so viel. Aber eine Promenade, 300.000 sollten wir einnehmen können. Ja. 300.000. Und wo ist er jetzt? Er ist gerade am letzten Geschäft vorbeigelaufen. Also gut. Also 323.000 und der andere 55.000. Ist natürlich nicht so viel. Aber nimmt ja auch für die Liegestühle anscheinend was ein. Da an denen auch noch vorbeiläuft. Aber ja. Okay. Okay. Und da ist hier ein Taucher, haben wir gerade gesehen. Der sich zu uns hoch, der einfach hochguckt. Hallo, guten Tag, wie geht's? Aha, aha, aha. So. Aha, aha. Dann sehen wir jetzt gleich die große Marvin der Zaubershow. Wow. Und wir kriegen den Preis für die Promenadenausstattung. Wow. Und für die Strandausstattung. Sehr gut. Wow. Und den Besucherpreis. Wofür auch immer. Oh. Aber für die Länge des Strandes immer noch nicht. Marvin der Zauberer. 728 Leute kommen. Ich möchte gerne 800 haben. Aber man sieht ja schon ein bisschen so, die Zahl ist ja eigentlich auf 3 limitiert. So nach dem Motto, mehr als 999 könnten gar nicht kommen. Da bin ich jetzt interessiert, ob das möglich ist oder nicht. Müsst ihr, weil wir können den Strand noch sehr, sehr viel weiter ausbauen und das wird auf jeden Fall mehr anlocken als 999 dann. Aber wir haben die 1,5 Millionen geknackt. Jawohl, so wollte ich es haben. Das ist schön. Und wir kriegen sogar fast die 2 Millionen hier. Diese Show. Aber gut, sie hat ja auch 100 Millionen, sie hat 1 Million ja auch schon gekostet. Was bedeutet, dass wir gar nicht mal das Doppelte jetzt rausgekriegt haben. Also das lohnt sich noch nicht. Da ist Chippendale schon ein bisschen lohnenswerter tatsächlich, denke ich, oder? Ja, dafür kriegen wir dann ungefähr 1 Million für seinen Show und für diese haben wir jetzt so, ja, 700.000 gekriegt. Also von daher wird Chippendale jetzt besser. Ich denke, diese teureren Shows sind tatsächlich auch nur dann richtig gut, wenn man auch die entsprechenden Leute vorzuweisen hat, die da kommen können. Dann lohnt sich das schon eher, denke ich. Aber gut. Wir gucken uns mal die Show an, das wollte ich ja sowieso zeigen. Diskette 1 einlegen. Und danach gibt es nur noch eine Show, die wir noch nicht gesehen haben. Die Michael Jackson Show. Jetzt aber erstmal Marvin der Zauberer. Da ist er schon. Tauben aus dem Kämmel schütteln. Sehr dramatische Musik. Stellt sich in seinen Kasten und er ist verschwunden. Und taucht dann da wieder auf. Ja. Noch mehr Tauben. Ganz viele Tauben. Und jetzt zersägt er die Frau. Und die setzt sich wieder zusammen. Und das war die Show von Marvin dem Zauberer. Nicht schlecht, würde ich sagen. Zwar nicht spektakulär oder irgendwas Neues, aber es war halt. Hey, kein Cheeky Chippendale. Aber den werde ich trotzdem arrangieren, weil er bringt einfach mehr ein. Man könnte sagen, Sex sells. Hm, an der Stelle. Wow. Okay.
Gut. Und wir haben 2 Millionen haben wir übrig. Wir können uns jetzt diese Michael Jackson Show da schon leisten. Allerdings haben wir da kein Geld für irgendwas anderes. Das muss ja nicht sein. So, ihr wollt Sonnenbrillen haben. Okay. Dann sollt ihr die auch kriegen. Die kann ich mir jetzt nämlich schön leisten. Simons Sonnenbrillen befindet sich allerdings ein bisschen weit an den Schwimmreifen dran. Deshalb werde ich das ein bisschen weiter rechts platzieren. Dort. Und danach wollen sie sicher auch T-Shirts haben. Aber T-Shirts würden auch den Spaßfaktor wieder befriedigen. Das heißt, man müsste schon eher dahin packen. Also, was mache ich? Ich kaufe einfach ein bisschen mehr Land und setze es dann dahin. So, aber auch ein Fahrgeschäft werden wir uns dazu holen. Jetzt bin ich hier voll im Kaufrausch. Jetzt hält mich hier nichts mehr auf. Ihr müsst da leider weg. Euren Sitzplätzen. Denn jetzt kommt der Speedboat-Verleih. Ist es doch, oder? Ne, hab ich den schon. Jetski. War das teuerste. Okay, Jetski. Und jetzt kommt Speedboat, genau. Gut, dann haben wir die Preise festlegen. 600. Provision. Und wir müssen natürlich auch bestellen hier. Jetzt hier T-Shirts und Sonnenbrillen. Ganz viele Shops sind jetzt verschmutzt. Und das Bestellen dauert jetzt viel länger an und viel mehr Sachen werden nicht geliefert. Die Wahrscheinlichkeiten steigen einfach. Okay. Ich habe keine Werbetour engagiert. Das geht gar nicht. So, Cola-Geschäft muss dringend gereinigt werden. Okay. Der Lolli-Shop genauso. Der Gesundheitsinspektor kommt schon zu Mittwoch. Okay. So, aber da ist schon mal der Shop für die Sonnenbrillen, Simons Sonnenbrillen, und können wir für 440 verkaufen. Oder sogar 460. Wir müssen allerdings die Motivation auch entsprechend aufrechterhalten. Okay, es ist schon gleich wieder Dienstag. Na, seid ihr alle zufrieden? Nee. Noch haben sie nichts gekauft von meinen Sonnenbrillen hier. Das andere Geschäft ist noch nicht fertig, der T-Shirt-Laden. Und wir möchten Sonnenöl. Das ist auch so ein Spaßartikel. Im Grunde genommen habe ich jetzt 3 so Spaßartikel, die ich fast nebeneinander stellen könnte. Das heißt, ich muss eigentlich noch mehr Land mir hier besorgen. So, und das sollte erstmal reichen. So, eigentlich noch so ein Tisch und Stühle. Faktor. Ja. Schwimmreifen sind verschmutzt. Okay. Okay, okay. Oh oh. Ich glaube, ich habe die doch zu nah aneinander gepackt. Wie ich nämlich sehe, bringt das nämlich gerade gar nichts. Okay, okay. T-Shirts haben wir da, allerdings sind die noch nicht gekauft. Können wir verkaufen für 480. So, und die werden auch gekauft. Okay, das überlappt sich einfach mit diesen. Okay. Gut, der Sicherheitsinspektor kommt. Okay. Er verwarnt mich nicht. Wegen irgendwas. Ich habe kein Geld mehr. Ich habe zu viel ausgegeben. Nein. Okay. Hamburger Bude, ja. Okay, die muss gereinigt werden. Hat aber schon 22.000 eingenommen. Okay. So. Und Schwimmreifen und Sonnenbrillen sind anscheinend doch zu nah beieinander. Den Mr. A. Berryman, der läuft zu so einen Sonnenbrillen vorbei, weil er seinen Spaßfaktor schon befriedigt hat.
Wird dann allerdings bei Rita Schwimmreifen wieder was einkaufen. Ja, da wird er dann spätestens wieder einkaufen. Also sitzt Simons Sonnenbrillen so ein bisschen zwischen den Stühlen, wenn man so will. Aber zwischen T-Shirt und Sonnenbrille ist eigentlich genug Platz, dass es da passen sollte. Okay. Okay, okay, okay. Und Riesenbestellungen. Schade, dass man das hier nicht schneller oder wegklicken kann oder sowas. Oder dass man gleich eine Anzeige kriegt, was gekauft wird oder was auch nicht gekauft wird. Stattdessen muss man jetzt wirklich jeden Artikel dann abwarten, bis er durch ist. So, okay. Mit der Zeit wird das ein bisschen... Ja. Zeitaufwendig. Okay. Aber Liegestühle können wir jetzt wieder einige kaufen. Das ist gut. Zu teuer? Oh ne, wir haben gar kein Geld mehr. Alles klar. Okay, das hat sich dann erledigt. Na gut, ich habe auch zwei neue Geschäfte gekauft. Nur leider eins an der falschen Stelle so ein bisschen positioniert. Es wird zwar ein bisschen was gekauft, aber es ist nicht ganz perfekt. Es müsste ein bisschen weiter nach rechts und da müsste der T-Shirt-Laden auch weiter nach rechts. Ein bisschen weiter auseinander gezogen werden eigentlich. Dann wird's passen. Okay, okay. So. Warten bis Freitag ab. Okay, okay. Und unsere Müllmänner brauchen jetzt schon brauchen schon 2 Tage, um über den ganzen hier Platz zu laufen. Frischer Fisch hat sich erhöht. Okay. Okay. Sonnenbrillen haben 16.000 eingenommen. Also man kriegt schon ein bisschen was rein, so okay. Nicht. Aber vor allen Dingen, aber nur bei denen, die von rechts kommen jetzt. Weil die gehen zum T-Shirt-Laden. Und danach... Okay, okay. Zu den Sonnenbrillen. Und das ist der Abstand ist richtig. Aber danach, nach Sonnenbrillen, werden sie hier nicht beim Schwimmgreifen einkaufen. Und umgekehrt genauso. Wenn sie von links kommen, dann werden sie nicht bei Sonnenbrillen dann einkaufen. Also da ist dann quasi eine Spur, ein Gang ist sozusagen... Da wird dann nicht gekauft. Was ziemlich knapp ist eigentlich. Also dann müsste man das fast schon abreißen und wieder neu aufbauen. Okay. Das könnten mir wichtige Gewinne entgehen. Okay. Okay. Sind wir im negativen Bereich, aber das ist normal. Ich bin mal gespannt, wie viel der Geldeintreiber diesmal einnimmt. Keine Cola, keine T-Shirts. Wir wollen Sonnenöl und Wasserschiefelei. Tja, würde ich euch gerne geben. Habt ihr mir nicht genug Geld dafür gegeben, damit ich das entsprechend reinvestieren kann. Also von daher ist es nicht meine Schuld. Ist eure Schuld. Okay. So, Samstag. Wir sind gut im Minus. Okay. Einzel- oder Doppelbestellung für Cola und T-Shirts. Da muss jetzt gleich auch Sonntag sein. Na komm. Ja. Okay. So. Okay, okay, okay. Okay, 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 okay. So. Ja, und der T-Shirt-Mensch sieht eigentlich ganz normal aus. Er wedelt da mit dem T-Shirt hin und her und ja, verkauft die halt. Und genauso der Sonnenbrillenmann. Kaufen Sie Sonnenbrillen, yeah, yeah, yeah. Kann sich mit Ricky von Rickys Lolli-Shop zusammentun. Die sind auch so, das ist auch so ein Sonnenbrillenträger. Ich wette, die haben sich viel zu erzählen von ihrer Rocker-Vergangenheit. Biker-Vergangenheit. Okay. So. Aber wir sind bei minus 240.000 oder 250.000 im Grunde genommen.
Das heißt, dass wir eine Viertelmillion im Rückstand sind. Aber, ist die Frage, wie viel wird eingenommen? Okay, an der Promenade schon 250.000 fast. Ja, 300.000. Und am Strand immerhin 73.000, also immer noch nichts wirklich viel. Und dann nimmt jetzt bloß noch Liegestühle ein, also das ist der Endpreis. Aber hier sind wir jetzt bei 325.000. Werden wir das diese Woche noch schaffen oder wird sich das in die nächste Woche rüberziehen? Da muss ich auf jeden Fall den Sicherheitsexperten dazu holen, aber ich glaube, der Dieb kann ihn sowieso nicht mehr einholen. 366.000. Damit sind wir wieder im positiven Bereich. Und okay. Ja, können das dann ad acta legen. Diese Eintreibungsrunde. Aber wir müssen noch ein bisschen nachbestellen an Fisch. Whoa. Und also ein Zeug. Whoa. Ausstattung kriegen wir. Aber die Preise dafür. Besucherpreis sogar. Aber nicht für die Länge des Strandes. Ist immer noch nicht lang genug. 714 Leute kommen zu Chicky Chip Dave. Ja. Begeisterung für ihn reißt einfach nicht ab. Das waren schon mal mehr da, glaube ich, oder? Irgendwie so 700 und noch was. Hm, merkwürdig. Aber wir haben jetzt schon mal den Preis rein. Das Doppelte. Jetzt. Und 1,5. Nicht ganz. Ja, nicht. Na gut. So. Nochmal engagieren, okay. Werbeleute mieten. Okay. Und ja, dann würde ich sagen, haben wir es mal wieder. Oh, der Preis von Lutscher hat sich um 10 erhöht. Können wir noch ein bisschen was rausschlagen. Gut, Lagerbestellung ist eingetroffen. Für diese drei Mangelwaren. Aha. Ich möchte gerne speichern. Aha. Das Spiel geht einfach nahtlos weiter. So. Bingo Bongo. So, das war's mal wieder mit dem Let's Play von Hilsi Lido. Wir kommen jetzt langsam gut voran. Es sind nicht mehr allzu viele Geschäfte, die uns noch fehlen. Aber gut, die sind auch entsprechend teuer. Aber dann schauen wir uns das mal an, wie es weitergeht beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ja, auf zum Badespaß. Bis dann.